Hallo Leute, willkommen zurück bei Magic 2014. So, es geht noch einmal in die Kanalisation. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich auch sagen, was, schon wieder? Hat er das nicht schon 300 Mal gemacht? Ja, er hat es schon 300 Mal gemacht, aber irgendwie kacke ich ja hier immer ab. So, hier habe ich schon mal, immer wenn du einen Spontanzauber Hex 3 wärst, erhält er 3-0 bis zum Ende des Zuges. Ist schon mal eine ganz nette Kreatur. Hier, der Flammstich. Sehr nice. Schaden zufügen für eine Kreatur ist auch schon mal sehr nett. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das ganz gut gebrauchen könnten. Hier habe ich auch nochmal doppelten Schaden. Aber das sollten wir erst spielen, wenn wir uns wirklich sicher sind, dass wir irgendwie richtig Gas geben können. So, auf jeden Fall geht's jetzt los, liebe Leute. Ich bin gespannt, ob wir mit Chandras Deck jetzt hier ein bisschen mehr Chancen gegen diese scheiß Kanalratten haben. Kriegt man ja echt zu viel. Ich muss auf jeden Fall hoffen, dass ich noch ein paar Länder reinkriege, weil sonst sehen wir schon wieder alt aus. Was haben wir jetzt da hinten Schönes bekommen? Ah ja, XX. Wir spielen aber erstmal den hier. Und wenn die Ratte jetzt reinkommt, dann werfe ich das hier weg mit dem doppelten Schaden. Scheiß drauf. Scheiß auf den doppelten Schaden. Habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. So, jetzt kommt der wieder. Und spielt diese scheiß Ratte. Wie gesagt, ich schmeiß das Dingens jetzt weg. Aber Chandra ist ja stark genug. Ich kann euch jetzt schon sagen, mit Chandra werden wir die Kanalisation in die Knie zwingen. Auf Chandra war bisher immer Verlass. Ist eine gute Söldnerin, die Alte. Jetzt habe ich wieder keine Länder bekommen, ne? Es ist nicht normal. So, jetzt könnte ich eine Hexerei wirken. Einer Kreatur 4 Schaden sollte ich mir aufheben. 2 Schaden sollte ich mir auch für gleich aufheben. Da kriege ich die nämlich auch noch kaputt. So, dann hauen wir jetzt meinetwegen die eine Schmutzratte da weg. So, wir haben eine 4-2er-Kreatur dadurch bekommen. Und dann greifen wir einfach mal an. Mal schauen, ob er die Ratte jetzt irgendwie opfert. Nee, er lässt den Schaden durchkommen. Okay, das gefällt mir schon mal. So, jetzt überlegen wir gerade mal weiter, wie wir das als nächstes machen. Ich werde gleich wieder den nächsten Angriff starten mit dem Viech. Habe ich noch... Das andere war ein Spontanzauber hier hinten, oder? Ne, auch eine Hexerei. Scheiße. Alles Hexereien, Leute. Na gut, okay. Jetzt hoffe ich mal, dass ich ein paar Länder krieg. Ich brauche Länder, sonst... Na, wir... Mann, ey. Krieg zu viel. 4 Schaden. Ja, okay, dann spiele ich jetzt meinetwegen das hier. So, hauen wir natürlich diese Kreatur da weg. Zack, da haben wir wieder eine 4-2-Kreatur. Und ich versuche natürlich wieder direkt anzugreifen damit. Achso, ich brauche es gar nicht versuchen. Ich komme eh durch, weil der hat mich eben auch angegriffen. Und damit haben wir ihn auf 12 runter. Ich glaube, so viel haben wir ihn wirklich noch nie abgezogen. Oder hatten wir ihn letztens... In der vorherigen Folge nicht, aber ich glaube in der davor, oder? Ich bin mir nicht sicher. Oh, sehr schön, er greift wieder an. Das heißt, nächste Runde kriegen wir nochmal 4 Schaden durch. Denn diese Ratte kann ich auch wieder zerstören. Ach, Chandras Deck ist doch schön, oder? Und wir haben endlich ein weiteres Land bekommen. Hilft uns zwar noch nicht, aber ich bin auf jeden Fall froh, dass wir langsam ein bisschen was bekommen. So, okay, wieder eine 4er-Kreatur. Weiter geht's. Natürlich greife ich jetzt wieder an. Mir stehen ja alle Türen offen. Und damit ist er auf 8 runter. Mal schauen, ob er wieder angreifen wird. Der denkt sich wahrscheinlich auch, ey, irgendwann müssen dem noch die Zaubersprüche ausgehen. Ja, tun sie auch bald. Eine Runde kann ich noch zaubern, dann muss ich erstmal noch ein Land bekommen. Oh ja, sehr schön. Der greift wieder an. Das heißt, nächstes Mal haben wir nochmal offenes Feld. Kriege ich 2 Zaubersprüche gespielt? Nein, leider nicht. Aber würde ich auch nur auf 7 Schaden kommen mit. So, aber die Kreatur kriege ich auf jeden Fall nochmal kaputt. Oh, oh. Sehr gut. So, warte mal. Jetzt muss ich mal überlegen. Jetzt machen wir das hier. Jetzt natürlich haue ich ihm die wieder kaputt. Wir haben die 4er. Und ich komme mit 4 Schaden durch. Nächste Runde kann ich auf jeden Fall auch wieder Schaden machen. Allein dadurch, dass ich hier den einen Zauberspruch habe.
bekommt er mindestens 2 Schaden nochmal drauf. Oder ich bekomme einfach ein Land und dann kann ich die Feueraxt hier, die Lava-Axt, kann ich dann nach ihm schmeißen. Dann ist er auf jeden Fall tot. So, na komm. Ja, sehr schön, er greift an. Er greift sogar an, Leute, und das ist sein Todesurteil, oder? Sehe ich das richtig? Jetzt kommt die 2-2er rein. Die können wir gleich töten mit dem Zauberspruch. Er bekommt 2 Schaden, wir bekommen nochmal extra Damage. Ja, das ist der Sieg. Ich sag doch, Chandra ist so pornös, ey. Flamme des Hitzkopfes fügt 3 Schadenspunkte zu, deren Aufteilung auf 1, 2 oder 3 Ziele deiner Wahl, Kreaturenspieler, darf ich bestimmen. Oh, das ist ja noch schöner. Dann hauen wir mal eben hier einen rauf. Und hauen nochmal einen rauf. Und hauen dann auch noch den da weg. Und damit hat sie, also die Kanalisation, uns nichts mehr entgegenzusetzen. Wir starten unseren Angriff. Und mit 4 Schadenspunkten haben wir das hier dann auch geschafft. Leute, so leicht kann es gehen. Noch nicht mal 6 Minuten hat es gedauert, damit wir hier das endlich bestehen. Und jetzt geht's gleich zu der Maske der Dimir. Dimir. Wir spielen natürlich jetzt wieder mit dem Blablabla des Drakomanten. Der Auftritt des Drakomanten. Und ich bin gespannt, was der Typ uns hier entgegenzusetzen hat. Zurislav, deine Spur führt in eine schummrige Katakombe. Dort findest du den Geheimniskrämer, der das runenversehrte Fragment einer Schriftrolle umklammert. Du hast mich gefunden, sagt der Magier. Und das bedeutet, dass du ein Planeswalker sein musst. Von dir kann ich viel lernen. Ja, du könntest theoretisch viel von mir lernen, wenn ich ein Land auf der Hand hätte und auch ins Spiel kommen würde. Aber so muss ich nochmal eine neue Kartenhand ziehen. Das sieht schon mal gut aus. Ein Kultivieren habe ich hier hinten, Drachenfutter, ein Zauber und eine Kreatur. Damit versuchen wir es einfach mal, würde ich sagen. Oder? Wie seht ihr das? Wir holen uns zuerst, was spielt er jetzt wieder Schönes? Ein Spieler deiner Wahl legt die obersten 2 Karten seiner Bibliothek auf seinen Friedhof. Ah, okay, will er wahrscheinlich, dass wir so viele Karten... Oh, sehr schön, nochmal diesen Zauberspruch. Hoffen wir mal, dass er ein paar Kreaturen spielt, die nicht allzu stark sind. So, ich brauche auf jeden Fall einen Wald. Und dann kann ich nächste Runde schon mal das Drachenfutter spielen. Nice, das freut mich. So, mal schauen, was er jetzt macht. Er ist schon in der Kampfphase, aber er wird noch was spielen. Und zwar, oh hier, den Dimir Gildenmagier, den kenne ich. Den kenne ich nur zu Genüge. Gut, oh, nochmal Drachenfutter, nice. So, wir hauen das Drachenfutter natürlich erstmal schön raus. Wie viel hat dein Zauber nochmal gekostet? 4 Mana, okay, das heißt momentan kann er noch keine Karten ziehen. Da müsste er noch 2 Länder spielen, also kann er das schon mal vergessen in diesem Zug. Er ist in der Kampfphase, mal schauen, wird er angreifen? Ich denke nicht, nein. Und in der Hauptphase spielt er, ein Spieler deiner Wahl wirft 2 Karten aus seiner Hand ab. Och nö, warum denn das? Das kannst du doch nicht bringen. Ja, was mache ich denn jetzt? Dann hau ich den hier weg. Und einmal den Zauber, würde ich sagen, oder? Oder soll ich das Drachenfutter wegwerfen? Nee, das Drachenfutter kann ich vielleicht nochmal gebrauchen. Falls wir irgendwann nochmal in die Position kommen, dass wir ein paar nette Kreaturen bekommen. So, was war das hier nochmal? Ah ja, das mit 3-3 und Doppelschlag. Ich kultiviere jetzt erstmal, bevor ich noch mehr Drachenfutter hole. Ich glaube, ich habe noch keinen Sumpf. Und dann nehme ich mir noch einmal ein Gebirge. So, damit kann ich jetzt schon einmal den Zauber spielen, notfalls. Der Angriff wird übersprungen. Und dann wollen wir mal schauen, was Zurislav jetzt uns entgegenschmeißen wird. Hauptphase. Ah ja, jetzt macht er, dass er eine Karte ziehen darf. Ach, seine Kreatur wird gar nicht getappt dadurch. Schade, das wäre noch was Nettes, netter Nebeneffekt gewesen für uns. Ich könnte Marken legen. Ne, ich ziehe erstmal das Drachenfutter. So, sehr schön. Und der Angriff wird erstmal übersprungen. So, jetzt bin ich gespannt, ob er wieder eine Kreatur spielen wird. Oder was er jetzt so treibt. Verzaubert eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur erhält 4-4. Aha. Ah, aber wenn sie Ziel eines Zauberspruches wird, dann stirbt sie. Okay. Moment. Timer wird angehalten.
Wenn ich jetzt zwei Marken darauf lege, müsste die doch sterben, oder? Sehe ich das richtig? Kann nicht gespielt werden, warum nicht? Was soll das denn? Okay, dann machen wir es halt anders. Dann blocken wir den mit dem gesamten Drachenfutter ab. Blocken. So, und jetzt spielen wir dann den Zauberspruch hinterher. Dann haben wir die auch zerstört. Ja, scheiße. Ist jetzt die Frage, ob das in den Optionen jetzt, wenn ich das umgestellt hätte, geklappt hätte. Was habe ich jetzt hier Schönes? Zu Beginn deines Versorgungssegments fügt die Form des Drachen einer Kreatur deinem Spieler deiner Wahl 5 Schadenspunkte zu. Zu Beginn jedes Endsegments wird dein Lebenspunktestand zu 5. Nicht fliegende Kreaturen können dich nicht angreifen. Geiles Ding. Brauche ich aber noch ein Land für. Und am besten eine Kreatur nochmal, die fliegende blocken kann, falls er doch irgendwie nochmal einen Flieger rausspielt. Er spielt die immer ändernde Weite. Und wird er jetzt eine Kreatur spielen? Ja, und zwar zieht er 2 Karten. Okay, das hilft ihm jetzt nicht so sehr. Jetzt spielt er noch einmal... 2 Karten wegschmeißen muss ich von der Bibliothek. Oh, da war ein Land dabei. Schade. Aber wir können jetzt direkt eine Kreatur hier spielen. Auch noch eine Kreatur mit Eile. Das kommt uns natürlich auch sehr entgegen. Und jetzt können wir dann direkt angreifen. 5 Schadenspunkte anrichten. Immerhin. Bisher wurde noch gar kein Schaden gemacht hier. Von niemandem. Heftig, hätte ich jetzt auch noch nicht gedacht. Und nächste Runde könnte ich mit dem Doppelschlag angreifen. Und ich glaube, falls er nicht zum Blocken hat, ist er dann tot. Fliegend, unverwüstlich. Oh, scheiße. Unverwüstlich bedeutet, wenn er stirbt, kommt er mit einer 1-1-Marke wieder ins Spiel. Halt zum Glück nur das eine Mal. Aber, ja, trotzdem schon krass. Ist eine fliegende Kreatur. Das heißt natürlich für mich, warte mal jetzt, wenn ich die Hexerei, der würde den einfach opfern. Ist ja logisch, würde ich auch machen an seiner Stelle. Deswegen könnten wir jetzt mal hoffen, dass er vielleicht angreift und dann könnte ich auch angreifen danach. Es sei denn, er spielt jetzt noch eine andere Kreatur wieder. Hauptphase. Also er hat nicht angegriffen. Lasse eine Kreatur deiner Wahl oben auf die Bibliothek ihres Besitzers. Okay, dann wird er die... Ach, die nimmt er zurück, okay. Die kann ich doch eh nicht ziehen. Und ziehe 2 Karten, macht er sich auch nochmal. Und damit beendet er die Runde. So, wir haben noch einmal Kultivieren bekommen, liebe Leute. Das ist schon mal sehr schön. Wenn ich jetzt nämlich kultiviere, dann kann ich nächste Runde diese Kreatur spielen. Also nicht die Kreatur, sondern hier diese Verzauberung. Und mein Lebensstand wird zu 5. Hilft ihm aber nicht, weil der wird nur 3 Schaden machen. Es sei denn, der bekommt jetzt noch irgendwie eine fliegende Kreatur. Angriff wird übersprungen von meiner Seite. Und dann schauen wir mal, was er macht. Vor allem, ich darf ja auch immer 5 Schaden machen. Das heißt, ich kann den Typen erstmal kaputt hauen. Oh nee, scheiß die Wand an. Oha, die 6-5er-Kreatur ist jetzt hier rauf. Scheiße, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Jetzt greift er an. Das ist natürlich logisch. Jetzt greift er an. Hätte ich auch gemacht an seiner Stelle. Und jetzt bekommt die auch noch Marken. Alter Verwalter, wo sind wir denn hier? Jetzt müsste ich den hier spielen und verschlingen machen. Oder ich muss den hier spielen, aber warte mal, wenn... Zu Beginn deines Versorgungssegments. Okay, das heißt, das wird ja erst die Runde drauf triggern. Ich würde gleich auf 5 Lebenspunkte runtergehen. Dann würde er hier einfach durchmarschieren, mich killen. Ich muss mir jetzt mit dieser Kreatur hier aushelfen. Dann verschlingen wir den hier. Und dann geht's erstmal weiter. So, ich weiß jetzt nicht, ob er angreifen wird. Wahrscheinlich wird er angreifen. Oh, meine Fresse, ey. 3, 3 macht 6, macht 12. Nee, das hilft nicht. Ah. Er greift mit beiden an. Ich blocke nicht, Leute. Oh, was macht er jetzt noch? Nein, minus 3 bis zum Ende des Zuges. Das gibt's doch nicht. Wenn er jetzt eine Kreatur spielt, dann haben wir verloren. Bitte spiel keine Kreatur mehr.
Doch, scheiße, er spielt eine Kreatur. Und ich muss, was muss ich machen? Eine Karte auf meine Bibliothek legen. Dann hau ich halt die hier auf meine Bibliothek. Ist natürlich jetzt kacke. Ja, das ist natürlich scheiße. Das war's jetzt, ne? Ich könnte jetzt hiermit, hätte ich jetzt gehofft, halt, wenn ich angreife, hätte ich ihn genau besiegt bekommen, wenn er keine Kreatur gehabt hätte. Aber, liebe Leute, er hat eine Kreatur gezogen. Deswegen würde ich sagen, starten wir das Duell nochmal neu. So, ich trinke nochmal einen Schluck, bevor es hier losgeht. So. Und dann bin ich am Überlegen, ob wir hiermit spielen sollen. Ja, warum eigentlich nicht, oder? Höllendrachenküken hätten wir hier nochmal. Das heißt, die Kartenhand behalten wir und wir holen uns gleich ein Gebirge mit der immer ändernden Weite. Er spielt noch nichts, das ist schon mal sehr schön für uns. Und wir holen uns ein Gebirge. So, zack, einmal das Gebirge geholt, damit wir hier den Drachen später vielleicht irgendwann mal spielen können. Das ist natürlich auch eine geile Fähigkeit. Der kann nochmal extra Schaden machen, wenn ich Länder tabbe. Hoffen wir einfach mal, dass Zorislav jetzt nicht diese Pornokarten wieder rausspielt. Boah, das war heftig, oder? Immer wenn man Schaden macht, kriegt man so viele 1-1-Marken rauf. Alter. Jetzt hat er den schon wieder. Und diesmal sind wir sogar ein bisschen langsamer. Kann noch gar nichts machen dagegen. Dann spiele ich erstmal das hier. Und ja, dann geht's schon weiter. Er wird jetzt wahrscheinlich gleich angreifen. Aber die 2-2-Kreatur ist nicht so das Problem. Die könnte ich zerstören, indem ich gleich einen Sumpf spiele. Und die dann kaputt mache. Gut. Oh, sauber. Er spielt noch eine weitere Karte davon. Jetzt wird erstmal hier beendet. Ich spiele jetzt natürlich einen Sumpf. Und das ist ein Spontanzauber, oder? Ja. Okay, das ist ein Spontanzauber. Dann warte ich damit erstmal noch, bis er in seiner Runde ist. Weil vielleicht kann ich ihm noch was zerstören. Vielleicht spielt er ja doch noch irgendwie was. Na? Ah, nee, okay. Macht er nicht. So, das heißt, dann würde ich mal sagen, hauen wir die Kreaturen trotzdem mal kaputt. So. Bekommen wir immerhin keine weiteren Schadenspunkte. Und was wird er machen? Er spielt diese blöde Natter. Jetzt muss ich wieder was auf die Bibliothek legen. Oh Gott, das ist ja wohl nervig. Vor allem bringt ja nichts. Ich krieg das doch eh gleich wieder. Naja, lass ihn, wenn er Spaß dran hat. So, wir spielen Land. Und ich könnte jetzt das Küken rausbringen. Das könnte aber nichts verschlingen. Ja, egal. Muss ich machen. Was soll's. Kann ich ja auch nicht ändern. So, weiter geht's. Was ist hiermit eigentlich? Könnte ich spielen. Okay. Das heißt, ich könnte wieder notfalls seine Kreatur auch zerstören. Wenn ich dann Spaß dran hab. Und er macht nichts, oder wie? Doch, er spielt hier noch einmal diese scheiß Ratten. Jetzt muss ich wieder was wegschmeißen. Oh Mann, ey. So, was schmeiße ich weg? Den oder den? Ich habe eh nichts zu verschlingen gerade. Fliegend und Eile, der hätte auch fliegend, ist aber stärker. Kostet genauso viel. Ich haue erstmal... Der braucht noch Länder. Dann haue ich erstmal halt den hier weg. So, wenn ich jetzt kein Land bekomme... Ah, war ja klar. Dann würde ich sagen... Hole ich mir noch ein Gebirge hiervon. Ja, mach mal ruhig. Ich brauche halt Länder, Leute. Was soll ich denn machen? Das wird gespielt. Ich könnte jetzt ein Duell machen. Aber ich glaube, das spare ich mir erstmal noch. Das spare ich mir auch, falls ich diesen Drachen doch nochmal gespielt bekomme. Der hat doch auch nochmal eine Umwandlung, oder? Ja, ich könnte hier könnte ich auch nochmal umwandeln, wenn ich will. Könnte ich sogar jetzt schon theoretisch machen. Ja, mal schauen. Vielleicht spiele ich das sonst gleich. Bin mir da noch nicht so sicher. Dann könnte ich nämlich den Drachen auf jeden Fall spielen. Lege eine Kreatur der Wahl auf die Bibliothek ihres Besitzers. Oh nee, was soll denn das immer? So ein Arschloch, ey. Das ist echt richtig asozial von dem, dass er das immer macht.
Der kann aber sonst scheinbar nichts, ey. So, Kampfphase. Und er beendet. Okay, dann hole ich mir jetzt nochmal mein Gebirge. Damit ich es gleich spielen kann. Und dann kann ich den Drachen nämlich rausbringen. Und dann wollen wir mal schauen, ob er noch immer der Meinung ist, mich angreifen zu müssen. So. Zack, da kommt der Drache raus. Eine 5-5er Kreatur. Hoffen wir einfach mal, dass der jetzt nicht schon wieder so eine scheiß Karten auf der Hand hat, womit er die auf die Bibliothek zurücklegt. Weil das geht mir sowas von auf den Sack. Hauptphase. Na, was spielt er jetzt? Was spielt er jetzt schon wieder? Okay, zwei Karten wegschmeißen von der Bibliothek. Das ist eigentlich auch eine miese Kombi. Stell mal vor, der wird erst machen, ich muss was auf die... Ja, macht auch noch mehr. Ich muss erst was auf die Bibliothek legen. Und wenn ihm das nicht passt, was ich darauf lege, dann haut er mir das einfach weg. So, jetzt hole ich mir nochmal ein Gebirge und einen Wald. So, jetzt spiele ich den Wald. Und dann würde ich sagen, greifen wir an. Angriff. Und jetzt könnte ich nochmal extra Schaden machen. Machen wir gegen den Spieler. Und zwar machen wir nochmal 3 extra Schaden. Also insgesamt 8 Schaden gegen den. Das ist doch schon mal was. Und dann wollen wir mal schauen, wie er jetzt reagiert. Was ist jetzt dein Plan, lieber Zorislav? Was wirst du machen? Er greift auch volle Breitseite an, fügt uns 5 Schaden zu. Okay, das beeindruckt uns jetzt nicht so sehr, aber nein! Oh Mann, ey, jetzt muss ich die wieder auf die Bibliothek legen. Ich hasse es, das gibt's doch nicht. Ich meine, gut, ich kann die jetzt direkt wieder rausspielen. Aber ganz ehrlich, ey, das ist doch... So langweilig. So, jetzt muss ich abwarten und Tee trinken und hoffen, dass er nicht wieder seine kranken Kreaturen rauskriegt. So, ziehe 2 Karten. Das ist natürlich scheiße, ey. Immer wenn er Karten ziehen darf, kriegt er wahrscheinlich kranke Sachen. Er greift nicht an, oder? Doch, er greift an. Wow, hätte ich nicht gedacht. So, dann würde ich sagen, hauen wir ihm die Kreatur hier mal einfach weg. Und er beendet seinen Zug. Okay, kann er gerne machen. Oh, jetzt habe ich hier das Drachenfutter. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, wir gehen natürlich erstmal in den Angriffsmodus über jetzt. Und zwar volle Breitseite. 5 wieder gegen den Spieler. Wie viel kriege ich extra raus? Mal schauen. Oh, nochmal 5. Sehr schön. Das ist schon mal richtig geil. Er ist auf 2 Lebenspunkte runter. Und wir können gleich ordentlich blocken. Und wenn er mir jetzt die Kreatur nicht wieder auf die Hand haut, dann hat er eigentlich verloren nächste Runde. Oh, 4-4. Egal, die kann ich abblocken. Kein Problem, die kann ich nochmal abblocken. Das heißt, er bekommt jetzt nicht so viel Schaden durch. Es sei denn, er macht jetzt wieder irgendwelche Taschenspielertricks. So, die blocke ich natürlich und dann blocke ich hier nochmal ab. Zack. Und jetzt habe ich freie Bahn, weil er beendet seine Runde, Leute. Er beendet seine Runde. Ich könnte jetzt... Moment, machen wir anders. Ich mache hier mal eben ein Duell hier gegen... Ah, ich kann sogar gegen Spieler machen. Ach, komm. Machen wir es einfach so zu Ende. Ist doch scheißegal, wie wir es schaffen. Auf jeden Fall schaffen wir es. Wir bekommen die Errungenschaft Geheimnisse der Dimir. Und damit haben wir dann den guten Stanislav, oder wie hieß er nochmal? Weiß ich gerade gar nicht. Feuerstrom. Wollen wir uns die Karte nochmal anschauen? Hier, Feuerstrom fügt einer Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl Schadenspunkte in Höhe der höchsten umgewandelten Mana-Kosten unter den bleibenden Karten, die du kontrollierst. Okay. Dann haben wir hier das Deck freigespielt. Wir haben den Titel Ravnica-Champion freigespielt und wir haben hier die Errungenschaft Geheimnisse der Dimir freigespielt. Mal schauen, ob wir jetzt ein Video... Nein, jetzt kriege ich hier Friday Night wieder. Zorislavs Gedankenmagie konnte dir nichts anhaben. Jetzt, da du ihn vernichtet hast, kannst du das Dimir-Gedankenband an dich nehmen, das du für den Zauber zum Aufspüren von Ramaz brauchst. Nicht übel. Dank deiner Hinweise weiß ich, wo ich Ramaz finde. Die Informationen vom Dimir-Magier und dieses geätzte Fossil des Remasuri. Auf geht's nach Kaltheim.
Bevor wir aufbrechen, Ramaz ist ein mächtiger Naturmagier. Hüte dich vor seinen Zaubern und verstärke deinen Angriff. Zeig, was du drauf hast. Okay. Wenn du das sagst, Chandra, dann werde ich das natürlich machen. So, wir haben Ravnica abgeschlossen. Und jetzt hat sich hier Kaltheim aufgetan. Das heißt, wir haben jetzt noch eine weitere Stage hier freigeschaltet. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du beim nächsten Mal dabei bist, wenn wir zusammen nach Kaltheim reisen. In diesem Sinne sage ich erstmal, mach dir noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.